Der heutige Part zeigt sehr eindrucksvoll, wie groß, abwechslungsreich, aber auch kompliziert die Oberwelt von Ocarina of Time sein kann. Wir entdecken viele verschiedene Orte und ich hoffe, ihr habt dabei genauso viel Spaß wie ich. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel gute Laune mit der heutigen Folge. Zuletzt bei The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Wir marschierten weiter durch den ersten Dungeons, sammelten erste goldene Skulltulas und besiegten den Boss Goma. Anschließend bei einem Gespräch mit dem Dekobaum erfuhren wir, dass Ganondorf auf dem Weg nach Hyrule ist, um das Triforce an sich zu reißen. Kurz darauf starb der Dekobaum und entsandte uns nach Schloss Hyrule, um Prinzessin Zelda zu besuchen. Und genau das tun wir heute. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D in wunderschöner 4K-Grafik. Beim letzten Mal haben wir sogar wirklich im zweiten Part den ersten Boss besiegt und heute wollen wir aufbrechen Richtung Schloss Hyrule. Das ist unsere Mission und ich muss erstmal schauen, wie wir hier überhaupt rauskommen. Also, ich denke, das hier ist der Ausgang. Oh, wir bekommen eine Cutscene. Oh, du verlässt uns? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Hübi. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Berühre auf dem unteren Bildschirm den Ocarina-Button, um sie zum Spiel hervorzuholen. Betätige L, bla bla bla, alle Knöpfe, um verschiedene Noten und damit eine Melodie zu spielen. Drücke B, um aufzuhören oder neu zu beginnen. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Das ist süß. Und auch irgendwie sehr, sehr traurig. Aber auch irgendwie verdammt süß. Oh, die Musik. Die Ebene von Hyrule. Oh, da oben sitzt die Eule. Ich habe sie schon gesehen. Ich habe sie schon gesehen, aber... bevor wir jetzt tatsächlich hier lang gehen, ich weiß, das versaut jetzt ein bisschen den Vibe, es tut mir leid, habe ich noch eine andere, ja, Frage. Weil das ist ja nicht der einzige Ausgang, den es gibt. Da oben ist ja auch noch einer. Und wenn das hier der Ausgang ist, dann ist das da oben wahrscheinlich Bonus-Content. Und wenn mich meine Erinnerungen nicht trügen... Dann geht es ja da oben, glaube ich, in die verlorenen Wälder. Na? Wie gesagt, 6 Parts habe ich hier vorhin ja schon let's played. Also ein bisschen was weiß ich. Das müsste der Weg in die verlorenen Wälder sein. Und hier ist noch ein Schickerstein. Hey, bra. Was ist das wohl für ein Stein? Ich glaube, darin versteckt sich eine Fee. Vielleicht kannst du sie ja irgendwie hervorlocken. Ah, einfach mal draufprügeln. Okay. Man erzählt sich, es ist ja 13.23 Uhr. Ist es nicht, Friends. Es ist nicht 13.23 Uhr. Das ist voll die falsche Uhrzeit, die hier angezeigt wird. Ja, es sind die verlorenen Wälder. Genau, und das war der Ort, wo man dann immer verschieden abbiegen konnte. Und immer 2 Wege waren falsch und einer war richtig. Und ich habe schon mal den richtigen hier erwischt. Sehr schön. So, und das ist jetzt quasi so ein Weg, ja, wo man sich einfach so ein bisschen ausprobieren muss, wie das Ganze hier funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier bereits etwas für uns gibt, was wir brauchen. Na, also, ob wir hier überhaupt schon in die verlorenen Wälder sollen oder ob wir hier später herkommen sollen. Ich werde mich hier auf jeden Fall mal umgucken. Und was geht hier ab? Das Horror-Kid. Ah, ich glaube, die wollen mit mir Ocarina spielen. Oder? Oder vielleicht wollen sie, dass ich ihm was vorspiele. Aber ich habe noch kein Lied, was ich mit denen spielen kann. Moment. Nein, nicht angreifen. Wenn ich jetzt meine Ocarina zücke? Nee, da sind die total uninteressiert.
Also ich denke, dass ich hier erst wieder herkommen muss, wenn ich ein Lied habe. Die haben ja auch ihre Instrumente gezückt. Huh. Ich hab zwar eine Ocarina, aber ich kann noch nichts spielen. Es tut mir leid. Okay, schauen wir mal weiter. Ich steppe hier mal nach oben. Oh, das war wieder der richtige Weg. Sehr schön. Und der Ausgang sieht anders aus. Der Ausgang hier sieht anders aus. Der wurde hier mit Steinen und so weiter gepflastert. Wir sind in Goronia. Hier wohnen wohl die Goronen. Aber hier geht's für uns noch nicht lang, weil da müssen wir vermutlich mit den Bomben herkommen. So wie wir ja auch im ersten Dungeon vermutlich noch mit den ersten Bomben hier herkommen müssen. So, und das war der falsche Weg. So, rechts. Dann nach oben. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade abgebogen bin. Ich gehe jetzt mal nach links. Oh, ich glaube, da bin ich vorhin lang. Okay. Dann machen wir jetzt rechts, oben, rechts. Ja, hier geht's weiter. Okay, und auch das sieht schon wieder verdammt besonders aus. Hier ist irgendwas unter Wasser. Die Frage ist nur, wir können ja nur begrenzt tauchen. Hier ist zwar... Ah, die Rubine zeigen den Pfeil. Da ist ein Ausgang. Aber ich kann noch nicht lang genug tauchen, um da runterzukommen. Okay, hier brauchen wir wohl irgendeine besondere Schwimmfähigkeit, um hier weiterzukommen. Vielleicht kommen wir auch hier in ein anderes Gebiet von Hyrule. Vorhin kamen wir ja nach Goronia. Vielleicht hier zu den Sora. Könnte gut sein, weil hier ja Wasser ist. Bin ich mir nicht sicher. So, ich gehe jetzt hier mal wieder nach links. Achso, nee, von da kamen wir ja. Wait. Unten oder oben? Ich gehe nach oben. Auch das war richtig. Sehr schön. So, und jetzt aber mal nach links. Wir sind jetzt so oft nach rechts gegangen. Ja, jetzt sind wir hier links. Sehr schön. Verdammt. Moment, der muss sich wieder selber abfeuern. Zack. So, wir haben ihn getroffen. Was geht, Bro? Vergib mir. Darf ich dir Dekonüsse anbieten? Ah, okay, der... Okay, das sind diese Händler-Dekos, ja? Und der will wahrscheinlich auch nur handeln. Das ist dieses typische Aussehen. Der will mir Dekostäbe verticken. Nee, danke. Auch von denen habe ich schon genug. Aber was ist das hier für ein Ort? Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Puh. Na, das ist... Uff. Okay. Muss ich die alle killen? Was ist das hier für ein Ort? Moment, da ist noch was. Da ist ein besonderer. Ich bin etwas verwirrt. Warum kommen die denn nicht raus? Muss ich auch hier irgendeine Melodie spielen? Brauche ich auch hier irgendwie irgendwas für meine Ocarina? Scheint so. Oh, da ist ein Schild. Waldbühne. Wir warten darauf, dass du uns deine hässlichste Fratze zeigst. Einzigartige Preise zu gewinnen. Nee, okay, sie reagieren nicht auf meine. vielleicht brauche ich eine Maske. Es gibt, soweit ich nämlich auch weiß, Masken in dem Game. Ja, es ist alles Aua. Alles noch ein bisschen tricky. So, ist auf diesem Baum irgendwas, weil der irgendwie auch so besonders aussieht. Ich bin etwas aufgeschmissen hier in den Wäldern. Hier, ich sehe zwar viel, wir erkunden sehr viel, aber ich komme irgendwie noch nicht so ganz voran. Oh, ich glaube, das ist der Rückweg, oder? Oh, jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Und hier ist Feierabend. Oh, no. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier bereits irgendwas finden kann. Ich glaube, hier sollte ich erst später herkommen. Oh. Aber sieh mal da an. Hier ist nochmal das Horror-Kit. Und das spielt bereits. Vielleicht muss ich hier meine Ocarina zücken? Ja. Aber der will auch was hören von mir. Hat ihm nicht gefallen. Vielleicht kann ich mit ihm reden. Oh nee, dann verzieht es sich. Okay, dem müssen wir safe irgendwas vorspielen. Aber müssen wir dem vielleicht dann das vorspielen, was uns die anderen beibringen wollen? Oh, ich bin maximal verwirrt. Oh, aber da ist der Wald. Moment. Da ist der Wald, wo wir vorhin auf die Hyrule-Ebene gekommen sind. Aber da ist wieder ein Händler-Deko. Der hier wieder Deals mit mir machen will. Oh, du Sack. So, hier.
In your face. Was willst du mir für einen Deal anbieten? Hab Gnade, verschone mich. Ach, Deko steht mir für 40 Rubine. Was ist denn los mit euch? Was habt ihr denn für Preise? So, und ja, mit der kann ich wieder nicht. Da brauche ich, glaube ich, auch ein Lied, um mit denen zu interagieren. Ja, es ist mir, wir finden sehr viel, aber wir können irgendwie sehr wenig tun. Es ist etwas schwierig. Ich denke, ich gehe einfach mal nach Hyrule und ich werde mir einfach mal all die Orte hier merken. Wir haben irgendwie Horror-Kids, wollen mit uns Musik machen. Es gibt einen Ort, wo wir nach Goronia kommen. Es gibt einen Ort, wo wir tauchen müssen. Und es gibt eine Waldbühne, in der ganz, ganz viele Dekos im Boden sind und sie wollen unsere hässlichste Fratze sehen. Laut eigener Aussage. Ich weiß nicht, ob ich mit all dem so viel anfangen kann. Eine Sache teste ich jetzt noch. Das sieht übrigens aus, als ob ich da drauf feuern kann. Da kriege ich 30 Punkte. What? Was soll das denn bedeuten? Ich bin verwirrt. Ich denke, ich mach Feierabend hier. Okay, also in den verlorenen Wäldern waren wir absolut gar nicht erfolgreich. Aber mal schauen, was die Ebene von Hyrule zu bieten hat. Und da ist die Eule. Sei gegrüßt, es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Faden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Berühre die Karte auf dem unteren Bildschirm. Außerdem findest du dort auch Hinweise, welche Orte du als nächstes aufsuchen solltest. Ja, ich habe alles verstanden. So sei es. Ja, nette Eule, die ziemlich groß ist, tatsächlich. Die tatsächlich massiv groß ist. Aber wir sind auf der Ebene von Hyrule und sie sieht so schön aus. Und uff, das sieht übel aus. Aber diese Gegner kenne ich. Die Gegner kenne ich aus Majora's Mask. Die muss man hier treffen. Oh, shit. Aber die häckselt mich weg. Die häckselt mich weg. Die zieht mir ein Herz ab. Und ich habe nur noch ein Herz. Aber von der bekomme ich bestimmt ein Herzteil, wenn ich die besiege. Aber ich denke... Oder Moment mal, ich kann mich hier nochmal heilen. Komm, wir probieren das nochmal. Oh nein, sie hat mich wieder gehäckselt. Und jetzt verbuddelt sie sich wieder. Okay, wir kommen später her. Die werde ich mir merken. Oh, und es wird dunkel. Es ist Abend. Oh nein, und da kommen auf der Ebene hier irgendwelche Zombies aus dem Boden. Okay, ich würde sagen, wir gehen schleunigst nach Schloss Hyrule. Ich denke, so diese ganze Erkundungsarbeit, die sollte man eher tun, wenn man schon ein paar Items und so weiter hat. Ne? Wenn man die Chance hat, so das ein oder andere Secret, sage ich mal, auszulösen. Wobei es auch nicht schaden kann, sich einfach ein bisschen umzuschauen. Hier ist die Quelle. Moment, wie viel Damage kriegen wir eigentlich? Oh, die gehen relativ schnell drauf und sie droppen viele Herzen. Das ist angenehm. Hier ist eine Quelle. Da steht sogar ein Schild. Da steht sogar ein Schild und die sterben im Wasser. Sora-Fluss. Vorsicht vor reißenden Fluten. Okay, da geht's zu den Sora. Aber da müssen wir ja noch nicht hin. So, während ich jetzt hier ein bisschen die Erkundungstour mache, ne? Es ist natürlich jetzt hier alles relativ neu für mich. Dementsprechend muss ich mir hier viel merken, viel anschauen. Da kann man natürlich nicht so souverän kommentieren und sagen, oh ja, so, und dann machen wir noch das und das und das und alles cool. Es ist viel Kennenlernen und dementsprechend muss ich mich da auch ein bisschen konzentrieren. Aber ich möchte euch trotzdem auf jeden Fall das heutige Fanart zeigen. Denn, oh, da ist die Eule schon wieder. Was macht die denn da? Sei willkommen, Hübi. Halte ein, mein Freund. Du befindest dich vor den Toren Kakarikos. Hast die Prinzessin bereits besucht? Wenn nicht, so rate ich dir, sie aufzusuchen. Okay. Der sagt mir so ein bisschen, geh auf keinen Fall hier nach Kakariko, geh unbedingt zur Prinzessin. Akzeptiere ich. Nein, aber das heutige Fanart ist, das ist beeindruckend. Das ist ein künstlerisches Meisterwerk. Und zwar von der lieben Lavi Art auf Instagram. Ich blende es euch jetzt einfach ein. Hammer. Hammer. Künstlerisch. Wow. Wirklich einfach nur wow. Das finde ich im Link-Kostüm, wie ich die Ocarina spiele. Die Ocarina habe ich auch noch drüben in meinem Zelda-Regal. Die wird auch noch in dem einen oder anderen Part. Werde ich die mal hier mit reinnehmen als Requisite. Vielen Dank. Das ist... einfach nur beeindruckend, wie gut Leute zeichnen können.
Und vor allem auch noch sowas für mich, dass ich fühle mich mehr als geehrt. Ich fühle mich tatsächlich mehr als geehrt. Okay, so. Das wollte ich auf jeden Fall noch einblenden. Also da, das ist wirklich, huh. Lasst uns nach Hyrule gehen. Lasst uns nach Hyrule gehen und die Prinzessin besuchen. Und uns vor allem auch hier ein bisschen umgucken, ne? Denn, was haben wir hier? Wir haben, wie gesagt, viel zum Lernen, viel zum Anschauen. Es ist alles neu. Oh! Der Vasenstore, in den wir einfach nur reinmarschieren. Und alles kaputt machen. Sehr schön. Und die Wache muss mir einfach nur dabei zugucken. Es tut mir leid, Bro. Aber ich muss meinen Geldbeutel füllen. Wie viel haben wir denn aktuell? 57. Das ist gar nicht so viel. Könnte mehr sein. Aber wir sind ja auch noch am Anfang unseres Abenteuers. Wir werden mit Sicherheit noch stinkreich. Da bin ich mir sicher. Die Frage ist nur, hat dieser Raum irgendwas zu bedeuten? Oder ist das einfach nur der Vasenzerstörungsraum? Ich glaube nämlich, dass es in Ocarina of Time wirklich diesen Raum nur für die Vasenzerstörung gab. Wir reden mal mit ihm. Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Hey, das bleibt aber unter uns. Egal, vielleicht können wir etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Ach so, okay. Ja, ich glaube, der ist tatsächlich wirklich nur zum Krug zerstören da. In Ordnung. Schöner Store. Übrigens, schau dich einfach mal an, wie schön das aussieht. Das Haus, bei dem ich jetzt stehe, die Fensterläden, die Blumen vor den Fenstern, das ist grafisch so krank. Das ist so schön. So, und wir sind beim Hyrule Marktplatz. Und das ist doch der Dieb! Das ist der Dieb! Das ist der Dieb aus Majora's Mask. Ich bin schwer am Trainieren. Du bist ein Dieb, nichts anderes. Haha, welch dämlicher Kerl. Kannst du dir vorstellen, dass er sich tatsächlich ins Schloss hineinschleichen wollte, um Prinzessin Zelda zu sehen? Wegen dieses Idioten haben sie die Bewachung vor dem Schloss noch verstärkt. Aha! In Ordnung. Was macht der Dude da oben? Und da ist ja der Typ, der schwer am Trainieren ist. Ey, viele verrückte Leute hier. Kennst du die Zitadelle der Zeit, die sich im Nordosten der Stadt befindet? Die Legenden besagen, dass sich in der Zitadelle der Zeit der Zugang zum Heiligen Reich befindet. Hast du das schon gewusst? Oh, beim Heiligen Reich soll ja, das Triforce sein? Hast du von der Legende des Schattenvolks gehört? Es sind die Sheikah, die Schatten der Hylianer. Es heißt, sie hätten dem König von Hyrule ewige Treue geschworen und ihn und seine Familie stets zu beschützen. Aber nach solch einer langen Zeit voller Frieden haben wir schon lange keine Sheikah mehr gesehen. Dennoch, ich habe gehört, dass es noch eine Vertreterin der Sheikah geben soll. Sie lebt im Schloss. Das weiß ich auch. Das ist aus Majora's Mask der Typ, der die Bank verwaltet. Bitte verkaufe mir etwas. Verkauf mir den Inhalt einer Flasche. Oh, ich habe noch keine Flasche. Ey, so viele verrückte Leute. Übrigens, der Typ hier, der im Blauen, das ist der Besitzer oder der Leiter des Sternenobservatoriums aus Majora's Mask. Wir sehen hier so viele Majora's Mask-Leute wieder. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die Lonlon Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Er hat sie hier ausgesetzt. So, das hier ist, glaube ich, der Maskenladen. Na, entschuldigt bitte auch, dass ich heute relativ wenig Kommentare einblende, aber wir müssen einfach viel lernen. Welch merkwürdiger Laden. Ich frage mich, wann er öffnet. Ich habe zwar das Schild gelesen, aber es ist doch sehr seltsam. Oh, das Schild kann man lesen? Maskenhändler, bitte das Schild lesen. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft, wir leihen sie dir nur. Du verkaufst die Masken. So verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir eine aktuellere Maske. Du kannst auch eine bereits verkaufte Maske nochmals leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probiere es doch mal aus. Ja. Auch der Maskenhändler sehen wir mit Majora's Mask wieder. Da hat er eine deutlich prominentere Rolle. Das hier ist, glaube ich, der Trankladen. Hallo. Ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Okay. So, aber die haben wahrscheinlich hier so voll viel Stuff für uns. Alter, wie siehst du denn aus? Das ist ein typischer Prinz Parsival-Schönling. So, grünes Elixier für die Magieleiste. Naja, da kriegen wir schon gespoilert, dass es Magie geben wird. Das heilt uns. Eine Fee. Ja, die heilt uns, wenn wir sterben, automatisch. Blaues Feuer. 300 Rubine. Dafür brauchst du eine leere Flasche. Verwende es, um eine erfrischende Kühle zu genießen. Okay, 300 Rubine ist viel. Käfer, Dekonuss, Irrlicht, ein Geist in einer Flasche. Verkauf ihn an jemanden, der sowas mag. Und ein Fisch für 200. Holy shit, dieser Laden ist verdammt teuer. Aber interessant, was es alles für Items gibt. Von vielen habe ich noch gar nichts gehört.
Vor allem das, zum Beispiel das blaue Feuer. So, das ist der Bomben- und Waffenstore. Willkommen. Servus. So, Pfeile, Stöcke. Oh, ein Schülerschild. 80 Rubine, habe ich noch nicht? Werde ich mir bemerken. Bombenherzen, Nüsse. Okay, für 80 Rubine können wir uns hier ein geiles Schild kaufen. Sehr, sehr gut. Da ist das verliebte Pärchen. Auch das sehen wir mit Majora's Mask wieder. Das leitet immer Majora's Mask. Ein Pfeil- und Bogen-Minispiel. Nee, das Bomben-Minispiel. Das Bomben-Minispiel, nicht das, oder... Nee, Pfeil und Bogen und Bomben. Dieser Laden ist irgendwie zu lieb, zum Liebchen oder irgendwie so. Da hat sich dieses verliebte Ehepaar in der Mitte immer gedreht und außenrum war dann so eine drehende Plattform und man muss sich auf die drehende Plattform stellen, dann auf Ziele schießen. So, und hier ist eine Schießbude. Hey, mein Freund. Ja, willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Boah, stell dich mal seine Botox-Lippen an. Ja, warum nicht? Also, das ist nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst 10 Ziele treffen. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Ach so, ich muss gar nicht auf die kleinen Rubine feuern. Das ist nur eine Anzeige, was ich bereits getroffen habe. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ja, toll, da habe ich natürlich jetzt grandios verkackt, ne? Haben wir 10? Nein, wir haben nur 9! Oh, aber jetzt kriegen wir den Versuch umsonst. Das ist korrekt. Okay, jetzt kriegen wir das hin, Friends. Ja, und solche Minispiele sind auch oftmals dafür bekannt, dass wir hier ein Herzteil bekommen können. Oh, ich bin ganz schlecht in sowas. Vor allem die Schleuder hat ein ganz, ganz komisches Zielsystem tatsächlich. Ich finde, man kann damit sehr schlecht zielen. Verdammt, das war nicht gut. Das waren schon wieder nicht 10? Ah, come on! Das ist doch zum Kotzen. Ich will das jetzt schaffen. Nein! Oh, ich habe schon wieder 3 verhauen. So, ich darf noch 2 Fehlschüsse haben. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt kommen die schnell von der anderen Seite. Jetzt habe ich's. Ich bin begeistert. Klasse. Hier, nimm dieses einzigartige Präsent. Eine große Munitionstasche. Hey, richtig gut. Jetzt können wir 40 tragen. Davor waren es, glaube ich, nur 30. Darf ich nochmal? Ah, nein. Okay, es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Aber ich mache das nochmal. Und dann schaue ich mal, was ich jetzt bekomme. Ich bin begeistert. Okay, jetzt kriegen wir noch ein bisschen Rubine. Aber das ist gut. Nein, ich mache das nochmal. Und dann kaufe ich mir das Hylia-Schild. So, wunderbar. Nochmal 50 Rubine. Und jetzt habe ich doch genug Geld, um mir das Schild zu leisten, oder? Zurück im Waffenhandel. Ich hätte gerne das da. Yeah! Haha! Der Hylia-Schild! Sehr schön. So, dann müssen wir uns jetzt das im Menü ausrüsten, ne? Nicht wahr? Zack. Wunderschön. Ich würde sagen, direkt erste Erfolge im ersten Part. Genau so muss das. Wer bist du denn? Dieser Bart ist mein ganzer Stolz. Ist doch voll geil, oder? Was, du suchst den Typen von der London-Farm? Wart mal. Ich habe gesehen, wie ein Typ mit einem zerrupften Bart Kisten zum Schloss gebracht hat. Ah, das ist der, okay. Aber ich wusste gar nicht, dass ich den suche. Da hinten ist noch ein Laden. Mit einer Schatztruhe. Truhenlotterie, vorübergehend geschlossen. Okay, die hat das nachts offen. Was macht eigentlich der Typ da oben? Und vor allem, den kann ich nicht ansprechen. In den Store gucke ich aber auf jeden Fall auch noch rein. Krabbelminen habe ich da aufgezeichnet gesehen. Ja, Minenbowling. Die pennt noch? Oh, tut mir leid, wir haben noch nicht geöffnet. Ja, die haben wahrscheinlich erst geöffnet, wenn ich Krabbelminen habe. Okay, aber auch das kann ich mir merken. Aber wie schön das hier einfach aussieht, ne? Also die 4K-Aufpuschung, also wie farblich hier alles passt und wie scharf gestochen hier alles ist. Und das ist halt immer noch ein 3DS-Spiel, müsst ihr wissen, ne? Das ist schon beeindruckend. So, was machst du? Es heißt, die Hylianer hätten so große Ohren, um die Stimmen der Götter hören zu können. Aber ich habe sie noch nie gehört. Du hast einen absoluten Schuss, Männig. So, ist hier hinten noch was? Ja, hier geht's sogar lang. Oha.
Seitenstraße. Hey, was ist? Was ist schlimm daran, den Tag über rumzuhängen, Kleiner? Was willst du? Okay, das ist irgendwie so ein... Die Tür, was? Die Tür lässt sich nicht von... Die lässt sich nicht öffnen. Okay, das ist irgendwie so ein geheimer Schlägerclub oder so. Holy shit, was ist das alles hier? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Okay, heißt das, hier laufen nachts Hunde rum? Oder bist du ein Hund, der nur nachts rumläuft? Und hier ist nochmal ein geheimer Store. Hier wohnt irgendwie eine... Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass hier irgend so eine Tussi wohnt. Die hat sogar ein Katzenkörbchen neben dem Bett. Irgend so eine Katzenlady. Aber die ist aktuell nicht daheim. Okay. Warum auch immer hier die Kiste steht. Vielleicht spielt die später noch eine Rolle. Aber aktuell sehe ich hier nichts, was ich tun kann. Okay, aber da war ja noch eine zweite Tür. Oh, die lässt sich auch nicht öffnen. Hier ist noch ein alter Mann. Hey, mein Freund. Hey, Kleiner, ich verrate dir etwas. Ich hörte, dass sich in der Nähe des Schlosses eine geheimnisvolle Quelle befinden soll. Eine Feenquelle vielleicht. Das werde ich auf jeden Fall bei Gelegenheit noch abchecken. Aber ich glaube... Nein, wir haben noch nicht den ganzen Marktplatz gesehen. Da hinten geht es noch zur Zitadelle der Zeit. So, hier sind 4 Shika-Steine. Aber mit denen kann ich ja allen noch nicht interagieren. Die sagen mir nur die Uhrzeit. Ne? Es sei 10.56 Uhr, ja, richtig. So, und hier geht's dann in die Zitadelle. Boah, wie grafisch geil das einfach aussieht. Wie schön sieht das bitte aus. Oh, ist das so. Und die Musik. Ich hab Gänsehaut. Ich hab grad Gänsehaut bekommen. Oh mein Gott, wie schön das aussieht. Hier ist das Triforce aufgezeichnet. Oh, guck mal. Da sind Noten, ne? Hier sind 3 Vertiefungen und eine Inschrift. Jener mit den 3 heiligen Steinen. Nehme seine Ocarina zur Hand und spiele hier die Hymne der Zeit. Das sagt mir schon was. Einen der 3 Steine haben wir schon vom Dekobaum erhalten, letztes Mal. Und eine Ocarina haben wir auch schon. Also fehlt uns noch die Hymne der Zeit und 2 weitere von den heiligen Steinen. Aber ein wunderschöner Ort. Und ich denke auch ein passender Ort, um den Part zu beenden. Das war's tatsächlich für heute. Wir haben viel entdeckt, extrem viel entdeckt. Wir haben uns ganz Hyrule angeschaut, wir haben uns das Hyrule Field angeschaut, wir haben uns die verlorenen Wälder angeschaut. Wir haben zwar noch nicht viel erreicht, aber es ist ja auch erstmal wichtig, sich alles anzugucken, alles zu merken, überhaupt erstmal ein Gefühl für die ganze Welt zu bekommen, weil Ocarina of Time hat sehr viel zu bieten und sieht dabei in Fikao noch wunderschön aus. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Daumen nach oben, wenn dem so war, und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Danke fürs Zuschauen. Thank you.